So, Timer kommt. Komm, use den Key. Oh mein Gott, okay, das war jetzt ein bisschen spät. Das ist so random mit den Leuten, ne? Vorher hatte ich ja einen Key, wo der eine bei 3, er macht einen, ich schreibe, er soll einen Timer bitte machen, ne? Macht er dann auch, freut mich ja schon mal, dass die Leute das machen. Und, ja, gut, jetzt habe ich 3 Schläge Inka durchgebracht. Wunderbar, so muss das. Es hat sie richtig rentiert. Das hat sich richtig rentiert. Mir fällt gerade ein, dass hier die einen Gruppen ja übelst kacke waren, ne? Also, die geht, glaube ich, noch. Da hat sich jetzt Inka. Aber die nächsten beiden sind richtig beschissen. Und danach geht's eigentlich wieder. Danach ist die restliche Inni eigentlich relativ okay, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt gar nicht angeguckt, was wir für eine Gruppe haben. Wir haben einen DK, ne? Dann haben wir einen Monk. Oh, wir haben einen... Okay, da muss ich unbedingt raus. Hallo, Hunter? Oh boy. Ist er denn da nicht rausgelaufen? Muss ich da halt wollen. Ich habe die auch ein bisschen unglücklich da rein gefaced, das muss ich schon zugeben. Aber das Problem ist, das hat mich jetzt deutlich zu viele Cooldowns hier gekostet. Ich muss halt nochmal wollen. Ja, kannst du knicken. Ich bin auf jeden Fall. Ah, fuck, den können wir nicht wegziehen. Der ist jetzt da drin gestorben. Ich muss meinen Interrupt benutzen für. Fürs Kicken, ne? Von dem einen Mob habe ich meinen Dings benutzen müssen. Das war jetzt halt übelst kacke. Ich hätte es nicht machen dürfen. Ich hab's mir schon gedacht, ne? Was hat keiner den Cast interrupted? Dann dachte ich mir, komm, jetzt kicke ich ihn raus. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich bin auf jeden Fall tot in der nächsten Gruppe. Ich hab alle Cooldowns jetzt hier verwenden müssen. Achso, die wollen skippen. Das ist halt eine ziemliche Hardhitter-Gruppe. Und ich habe halt gar nichts mehr ready. Also wirklich nichts mehr. Das ist so kacke, wenn die so rausfallen. Okay, ich muss ein bisschen weg. Ich kalte die ein bisschen. Okay. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Ohne Scheiß. Das wundert mich jetzt gerade, dass wir das doch noch überlebt haben. Hier mit den Pilzen, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht so hundertprozentig geblickt, welcher der gute für mich ist. Aber ich nehme jetzt mal irgendeinen. Was habe ich jetzt für einen Pilz genommen? Ah, Ausdauer, genau. Ich glaube, das war schon der richtige. Jetzt habe ich halt Inka wieder. Aber das waren jetzt schon mal die beschissensten Gruppen. Wir müssen halt am Ende dann nochmal ein paar machen. Wie gibt's halt also es gibt halt hier 3 Gruppen hintereinander, die halt übelst raushauen, ne? Jetzt habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt. Bei der ersten musste ich alles ziehen und habe es gerade so überlebt. Okay, gehen wir da mal einen Ticken raus. Ich sollte mein... Okay,
haben halt einfach zwei Milis weggenutzt. Wir hätten halt einen wegkillen sollen. Einer wurde mit Totenkopf gemarkt und der andere ist lower. Das kannst du doch keinem erzählen. Für was wurde denn der eine gemarkt, wenn sie den anderen dann runterhauen? Okay, das war jetzt ein bisschen unnötig, weil wenn die beide hämmern, ist es halt schon relativ viel Schaden, ne? Okay, wir haben einen Pride. Stehe ich hier gut? Ja, müsste so passen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde in der Instanz den Trash hier vom ersten Boss ist eigentlich das härteste. Ne? Hunter geht ein bisschen der Rogue. Uff. Ja, einfach darüber gegangen, wäre so easy ausgegangen. Oh fuck it. Also ich bin halt reingecharged und der andere ist halt auch instant hingestürmt, wenn wir uns gegenseitig weggesprengt. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen, Leute. Das soll man nicht machen. Das wäre fast in die Hose gegangen. Jetzt muss ich da gucken, dass ich ein bisschen rausgezogen bekomme. Jetzt werden wir gefeiert, ne? Ich weiß nicht, ob man irgendwas machen kann, dass man da nicht gefeiert wird. Hier, jetzt brauchen wir da HT. Am besten. Okay, HT läuft. Hau ich mir noch mehr Tempo drauf. Ja, ist ja relativ weit. Wir hatten ihn fast in einer Phase runtergeprügelt. Fast. Ich bin am Überlegen, eigentlich kannst du jetzt auf ihm draufbleiben, oder? 7% hat er noch. Jetzt kriegt er gleich seinen Buff. Ja, wir können ihn eigentlich durchprügeln. Hat gepasst. Ich hoffe, dass der Heiler hier einmal das Ding macht. Ne, das Aufdecken. Weil theoretisch weiß ich's, um ehrlich zu sein, aber so praktisch, ne? Vielleicht klappt's nicht immer. Gestehe ich ganz ehrlich. Und der Heiler hat halt eigentlich ein bisschen Zeit hier im Normalfall. Jetzt macht's irgendwie der DK. Also das eine war eine Blume. Sind es alles ausgemalte Blumen gewesen? Na komm raus da. Blatt. Eigentlich müsste es das Blatt sein, ne? Ich glaube, unser Heiler will es nicht machen, ne? Jetzt muss der DK das halt machen. Und ja, ich bleibe im Beschuss stehen. Ich habe Ding an Inka. Da passiert überhaupt nichts. So viel absorbt dann. Kann ich einfach stehen bleiben. Wenn ich Inka anhabe, ist alles gut. Es ist vollkommen egal. Gut, der Rogue sollte da rausgehen. Gut, ich habe jetzt nur 4 Mobs. Das ist vielleicht nicht ganz genug, aber... Vielleicht sollte ich dann doch noch rausgehen. Bräuchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr, tatsächlich. Jetzt ist Inka auch blöderweise ausgelaufen. Nein, zieh ihn doch nicht! Hat er den wieder reingezogen? Ich hab extra gewartet zum rauskicken. Okay, der Heiler hat schon rausgefunden, was Sache ist. So, jetzt habe ich blöderweise keine Kugel bekommen. Jetzt muss ich gleich mal... jetzt musste ich hier mit der Wall reinlaufen. Das ist nix. Also der DK sollte das halt nicht machen. Wir müssen halt die Mobs... Müssen halt die Mobs schon clear runterspielen, bevor wir hier... Es
natürlich der eine mit Totenkopf, der ist am vollsten, ne? Das kannst du auch geil mal erzählen. Also der eine, der einen Totenkopf setzt, der muss sich doch bestimmt ein bisschen verarscht vorkommen. Ich kick sie wieder alle auseinander. Also okay, also der eine hat auf jeden Fall einen Plan, wie das hier läuft. Was ist denn das eigentlich für ein Key in 13er, ne? Gar nicht geguckt. Ich bin, hab einfach den Erstbesten angenommen, weil ich jetzt halt nur einen Key für die Woche brauche. Und dachte mir, komm, die Instanz, da könntest du hier mal kicken vielleicht. Okay. Die brauche ich unter anderem auch noch. Ich muss meinen Score ein bisschen hochholen. Ne, weil ich halt echt nicht in die guten Gruppen reinkomme, also in die 14er. Und ja, muss ich mal schauen, dass ich meinen Score vielleicht auf 1000 erhöhe. Dann könnte es wahrscheinlich schon ein bisschen besser ausschauen. Jetzt kicke ich die mal weg. Machen wir nochmal ein Desorientieren rein. Okay, jetzt wird der gestunt. Jetzt habe ich halt kein Kicken ready zum Auseinanderziehen. Ne? Das wird jetzt dann gleich ein bisschen ätzend. Na gut, also gut, dass der DK hier auch... Oh, wir haben Pride. Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich habe null drauf geachtet, ne? Wann Pride spawnt. Jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Wieder richtig rein verkackt. Ah, es gibt eine Weak-Aura dafür. Ah, okay, die muss ich mir holen. Und ich brauche eine Weak-Aura für den Pride. Das ist auch noch gut. Die so ganz groß hier in der Mitte anzeigt. Pride kommt in den nächsten Pack. Achtung, Achtung. Oh, ich hätte vielleicht mal einen Step vormachen sollen. Ich weiß nicht, ob der ein Add-on hat, das das setzt, oder ob da einer manuell die Dings draufhaut. Der Totenkopf lebt halt wieder am längsten. Ich habe den Charge schon angesetzt und in dem Moment, welches ist es? Das ist das Einzige, das ausgemalt ist. Eigentlich müsste es das hier sein, oder? Also hätte ich jetzt gesagt. Ja. Das ist jetzt eine taffe Gruppe hier. Schmerzunterdrückung habe ich drauf, okay. Paints up. Ich weiß nicht, was ist denn das hier für ein Kreis? Das muss irgendwas vom Gegner sein, oder? Das ist nicht unser Stuff. Wollen wir mal desorientieren. Wobei der Priest heal jetzt soweit. Krieg den nicht ins Target, den einen Dude. Ich habe jetzt aber auch keine Heilung mehr ready. Na, jetzt hat der DK den auch gekickt. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. Einmal eine Wall haben wir noch. Kicken wir sie mal alle auseinander. Du merkst halt schon, dass die verdammt lang leben, aber der Diszi, der halt ist gut. Also, da kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe, also, was heißt Vorbehalte, aber meistens läuft es mit dem Diszi-Heiler nicht so prickelnd. Ah. Jetzt hat er nicht so viel recken können, ne? Ah, vielleicht habe ich da jetzt einen Ticken zu früh gepullt. Aber gut, es ist kein Boss-Buff, ne? Ich muss bloß mit dem Kicken auf jeden Fall gucken. Okay, den kick ich jetzt. Ich hau ihn mir auf jeden Fall ins Fokus für einen Kick. Nein, lauf doch nicht mit mir mit.
Ach, ich habe den Mob rausgeklieft, weil der direkt neben mir. Muss den einmal kicken und jetzt. Weil wenn ich, wenn du den nicht kickst, ne? Dann nutzt er mich halt. Der one-shottet mich halt einfach. Das war nämlich letzte Mal das Problem. Da bin ich nämlich hier auch volle Lotze auf die Mobs gegangen. Keiner hat den gekickt. Und dann bin ich gerippt. Wenn du das nicht kickst, dann ist Feierabend. Und irgendwie kickt es sonst immer keiner. Muss das Tank selber kicken. Ich muss bloß mit dem Fuchs aufpassen, ne? Wenn der Fuchs spawnt. Ah ja, jetzt habe ich ihn schon. Oder habe ich ihn gedottet? Nee. Diesmal, schau, deswegen habe ich aufgehört, mit Hauen zu spammen. Gerade nochmal gekickt. Oh, fuck it. Welcher ist es? Der da hinten. Also muss ich gleich nochmal kicken. Kick ich. Ah, okay, den kommen wir nicht irgendwie weg. Den Hund. Krieg ich. Ich denke mir, hier wird's. Ich weiß jetzt nicht, ob das mich one-shotten würde, aber. Das letzte Mal war Boss-Buff, aber da war ich halt lower hier drin, ne? Oder war das auch ein Zwölfer? Nee, wir müssen halt nochmal spielen. Ich muss gleich nochmal kicken. Ist es der hier, oder? Okay, er hat seinen Shit nicht durchgekriegt. Deswegen hier mal das Viech mal noch. Der läuft mir nach, der Hund. Wusste gar nicht, dass ich dieses Tank auch abkriegen muss. Ach, das kann ich nur als Tank kicken? Ich wusste das nicht. Ach so. Okay, also. Ah. Okay, vielleicht hätte ich mir das mal durchschauen sollen. Gut, dass du sagst. Ich dachte mir halt, ne, warum kickt das halt niemand anderer? Aber wenn ich das nur als Tank kicken kann, dann. Oh fuck, ich bin halt voll in den Rogue reingesprungen. Ah, schau mal, er hat hier irgendwas geöffnet. Okay, das ist natürlich sehr gut zu wissen. Der Tipp hat mir jetzt gut weitergeholfen. Da muss ich da echt immer drauf achten, ne? Dann lag das halt daran. Hallo? Ich hab. Oh, das Desorientieren kam nicht rechtzeitig durch. Ich hätte lieber interrupten sollen. Ich dachte mir, spare mir mein Interrupt. Tu einmal desorientieren. Jetzt müssen wir die mal ein bisschen da rausziehen. Ein bisschen auseinander. Okay. Hier, wir müssen, denke ich mal, jetzt einige Mobs noch mehr töten. Ich denke mal, zwei Packs müssen wir mehr töten. Weil wir am Anfang ja was geskippt haben. Shit, ich muss ein bisschen raus. Ah, nee, ich ziehe hier keine Inker. Gehe ich ein bisschen rein. Ach komm, das hat nicht gereicht. Das Problem ist, da war genau die Fläche. Wenn ich noch weiter reingelaufen wäre, wäre ich in der Fläche drin gestanden. Also ich fand, das sah jetzt so aus, ob es reichen müsste, aber anscheinend hat es nicht gereicht. Hat schon ein bisschen eine Hitbox, dieser Hit, ne? Okay, komm, reingeroht. Ich hätte jetzt gesagt, wir pullen zwei zusammen, aber das gibt nur ein riesen Drama. Ich mach das jetzt nicht, da wipen wir bloß. Ich habe jetzt Inka ready. Ich hätte unter normalen Umständen hätte ich gesagt, komm, fuck off. Ah, okay, wir haben eh die Wespen geedit. Kicken wir mal alle raus.
Wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich die zurückgepult hätte, ne? Fällt mir gerade so auf. Aber da wird es jetzt ein bisschen eng mit ablegen. Ah, mal schauen. Okay, den hat er interrupted. Also ohne Scheiß, der Ding ist halt so gut, ne? Ah, jetzt stehe ich halt hier zwischen den Voids. Nicht zwischen den Stühlen, sondern zwischen den Voids stehe ich. Wir haben noch 12 Minuten. Also wenn wir jetzt nichts Großes verkacken, dann wird das halt eine ganz schöne Sache. Aber mit dem DK ist halt auch sehr schön, ne? Hier, wenn du mit dem DK einfach grappen kannst. Also ich glaube, Druid Tank oder wenn du halt auch eine Eule oder ein Ding dabei hast und ein DK die Woche, ist halt... Ah, okay, ich wollte gerade rausknocken. Macht's halt gut was einfacher. Okay, der Heiler hat noch Mana, ne? Ich glaube, wenn... Naja, ich glaube, Double Chest ist, glaube ich, da müssten wir jetzt richtig tryharden, dann wipen wir nur und dann machen lieber nicht. Also das, ich glaube, Double Chest wird das eh nicht. Was, wir haben schon wieder einen Pride? Okay, da habe ich jetzt nicht so ganz geguckt, tatsächlich. Aber den dürften wir noch down kriegen. Da würde ich weggehen. Das war schön gelöst. Wir haben jetzt halt schon 20 Stacks, ne? Jetzt muss der Heiler, hat jetzt dann richtig... ich hab halt laut nichts mehr, jetzt werden die Leute rippen. Jetzt muss man killen. Ich kann jetzt nochmal Inka ziehen. Also ich bin safe. Heiler kriegt jetzt einen Haufen Mana. Was hab ich hier? Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, wir brauchen dann aber noch ein paar Packs, ne? Müssen wir auf der anderen Seite dann nochmal gucken. Okay, da wurde einer ordentlich weggeschleudert. Ah, da sind wir jetzt ziemlich eingewoldet. Ziehst du mal einen Ticken raus da. Wie viel Prozent brauchen wir denn noch? 8. Also hiernach noch eine Gruppe, schätze ich mal. Jetzt stehe ich im Hunter. Haben wir den mal weggekickt? Das Lustige ist, den Großen kann ich nicht wegkicken, aber die Kleinen schon. Eigentlich ganz geil. Die müssten eigentlich genug bringen. Versuche die langsam zurückzupullen, dass wir den Pride da drüben machen können. Dass wir dann direkt auf den Boss drauf.
Können wir nämlich direkt zum Boss dann mit dem Pride gehen. Jetzt habe ich keine Heilung mehr, blöderweise. Ach komm, ich ziehe jetzt die Barkskin hier mal noch. Ach, okay, das hat mich jetzt erwischt. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen ausweichen sollen. Wir haben nur insgesamt 3 Tode in der ganzen Ini, das geht. Das hat sich am Anfang härter... Kacke, das wird mich jetzt killen, oder? Ah, ist mein Pride-Buff weg? Okay, er hat gebattelt jetzt. Okay, auf geht's. Naja, ich hab's mir gedacht, ich habe gar nichts mehr. Aber der Pride-Buff ist noch drauf. Also auch wenn du stirbst, bleibt dir der. Den Boss hier habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so hundertprozentig geblickt. Hier hast du die ganzen kleinen Ads. Jetzt halt Pride plus Boss, ne? Plus HT. Wenn ich jetzt mein Trinket auch noch reinziehen könnte, dann hätte ich, glaube ich, Tempo Overcap. Also fast keine Abklingzeit. Sind die Ads jetzt immer noch nicht da? Hä, hey, normalerweise spawnen doch hier so ein Haufen Ads. Hütet euch. Ach, bei der Verbindung musst du auseinanderlaufen, ne? So war das. Ah, schau mal, da sind die Ads. Jetzt ist der Boss fast tot. Brauche ich gar nicht mehr tanken, glaube ich. Naja, komm, hauen wir mal einmal drauf. Wunderbar. Das war ja echt eine schöne Nummer hier. Der 13er lief gut durch. Und ich kriege halt wieder nur Mist. Schade. Oh, der eine hat ein Pet gekriegt, das will ich. Ah, das hatte ich schon. Die Handgelenke. Ah, das ist Kette. Ja, das war doch ein schöner Run. Das dürfte mein Score ordentlich hochziehen. Wunderbar, das hat sich schon mal gelohnt, den noch zu machen. Dann habe ich auch die 4 Dungeons fertig. Nice, wunderbar.